So, für den Mewtwo-Raid jetzt 10-mal Level 5 Raids gemacht. Jetzt kam der Anruf. Jetzt müsste man Level 6 freischalten. Einen schwarzen. Und dann habe ich gelesen, Pokeportal. Geheimgeschenk. Keine Ahnung. Müsst ihr nochmal gucken. So, wir haben so viele Raids gemacht, dass ich Mew einfach auch Level 100 machen konnte mit Bumbums. Vereinfacht vielleicht jetzt die Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Fail-Versuch schon vorher euch zeigen werde oder einfach den Win dann reinmache. Ich bin mir noch unsicher. Auf jeden Fall, Mewtwo ist sehr schwer. Pamomamo wird ge-one-hitted. Ist jetzt auch Level 100. Das neue DLC ist draußen. Ich hole es mir noch nicht, weil ich nicht davon begeistert bin, mega viel Kohle auszugeben für ein Spiel, was 3 Stunden geht im ersten Drittel. Ja. Muss jeder selbst entscheiden. Wir werden es auf jeden Fall spielen, aber wahrscheinlich erst, wenn beide DLCs da sind. So, ich nehme Mew. Ich bin gespannt. Es ist First Try, es ist der erste Versuch so. Ich habe umgestellt, Pamomamo hat nicht funktioniert, 2-3 Mal versucht. Käfer Trutz, Käfergebrumm ist so quasi das, wo ich es drauf anlegen werde. Es ist halt erstmal den Schild runterbekommen, das wird jetzt am schwierigsten. Ja. Let's go. Oh, mein Auge. Mewtwo. Bis zum 17. Zeit, das heißt 2 Tage noch. Wäre schön, wenn es jetzt mal funktioniert. Musik spinnt. Komm jetzt. Eisstrahl. So, Spezialangriff steigt. Der geht nur auf mich. Der geht nur auf mich. Das kotzt mich schon wieder an.
nervt so, Mann. Ich mach keinen Schaden. So, diesmal sieht's sogar noch besser aus als eben. Und ich habe noch mehr Attacken. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich habe erst angefeuert, dann Protzer gemacht und irgendwann dann angefangen mit Terra-Ausbruch und Käferklinge. Ihr seht es, die Zeit ist ungefähr bei der Hälfte. Es ist noch so ein Viertel ungefähr, ein bisschen mehr als ein Viertel. Also es ist nicht mehr so viel. Und theoretisch könnten von uns keine down gehen, die werden jetzt als geheilt, weil wir 4 Muse. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das bin ich froh, wenn das funktioniert. Zehnte Versuch oder so, keine Ahnung. Ich habe das mitgezählt. Aber er trifft auch nicht mehr. Und er macht 20 Schaden, alles gut. Frage ist natürlich, ob uns gleich wieder die Energie ausgeht allen. Und warum macht der eine nicht einfach mal hoch? Oder war der down? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war nix. Das war schon besser. Da ist schön richtige Fetzen weggegangen. Rot. Er ist rot, Leute. Okay. Von der Zeit her sieht's super aus. Das war nix. Jawohl! Jetzt ist es gleich soweit. Ein Viertel hat er noch. Dann haben wir den schwersten Raid geschafft. Da ist es geschafft. Mewtwo Terror Raid geschafft. Jetzt nur noch fangen, dann haben wir's. 7 Sterne ultra hart. Los. Los. Er geht down. Und wir schmeißen den Ball. Kann er nicht ausbrechen? Mewtwo wurde gefangen. Der stärkste Raid, den es zur Zeit gab. Haben wir geschafft. Es war anstrengend. Ich habe viele Level-Dinger gebraucht. Mew musste auf Level 100 gehen. Wir brauchten eine gute Gruppe, die mit zusammenhält. Aber es ist vollbracht. Wir haben Mewtwo. Geil. Wo ist er? Mewtwo Psycho Psycho Maronbeere, ja, das ist geil. Psychostoß, Aurastrahl, Eisstrahl, Gedankengut, Level 100.
Kristallkrotte. Prügelt sich gerne. Nice. Ich lade euch morgen die Folge hoch. Zack. Fertig. Endlich.